Boah, ey, ich krieg ganz Migräne hier. Pupita. Da kannst du drin bleiben. Boah, Alter. Level 34. Ja, schrei mich nur an. Ich lutsch dich eher aus. Lutsch, 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 lutsch. Boah, ey. Nee, also. Oh, ey, das ist doch so eine Scheiße. Intensität, ja. Ich habe eh eine gute Verteidigung, das bringt dir gar nichts. Wow, 18 Schaden, du bist so der Pro. Und ich bin paralysiert, den kann ich angreifen. Und ich bin schnell langfähig, glaube ich. Fick dich. Boah, ich bin so asozial. Das geht echt gar nicht. Und Level Up, yay. Wie viel KP du immer hältst, Mann. Chill. Oh. Ah, schick mal Riolo in den Kampf. Ich mach mal ein bisschen schneller, weil ich hab echt... Ja, leck mich. Ah, schreck zurück. Bam, bam, kick, kick. Oh yeah, macht Regentanz. Bam, bam, kick, kick, weg. Gut, das kann ich Hundemann schon mal mit Blut nicht mehr benutzen, da gut, dass es zu schwach ist. Was? Vextora. Ich denke mal Gift. Natürlich ist es dieses bestimmte Pokémon, das ich über alles hasse. So, machen wir mal einen Eissturm. Natürlich macht es erstmal einen schönen Kontrollstrahl. Hier, wird langsam. Ich mach nur noch. Autsch. Oh, hat aufgehört zu regnen. Basebomb. Tschüss. Vielleicht ist es ja Psycho-Geist. Kann ja sein. Ja. Level up. Yay. Oh. Akleophas. Ja. Also, tut mir leid für Leute, die jetzt enttäuscht sind, dass ich Speed-Tats benutze. Aber bei diesem Spiel hier, dass mir manchmal so auf die Eier geht. Geht's für mich nicht anders. Vor allem einige Kämpfe dauern so ewig lange, bevor wir noch einen Pokémon überrascht hat. Und hallo, geht's noch? Regensamen? Geht's noch? Viel zu viel Heilung. Hier, brrrr, Flampe. Und tot. Gut, das war's mit Stefan. Ohne Training geschafft. Bitter. Sehr bitter. Oh, gib mir viel Geld. Gib mir mehr. Stärker als dein Name ist, was vermuten lässt. Helfen wir dir aber. Helfen wird das aber auch nicht. Helfen wird. Das Relikt des Wassers und der Erde befindet sich bereits in unserem Besitz. Bevor ich mich endgültig von dir verabschiede, verrate ich noch deinen Namen. Kein Interesse. Aha, Zorbi, also ich hoffe, wir sehen uns nicht wieder. Wie immer ist ein Wetter, hat er das rausgekommen. Wartet auf mich, ich muss dir noch die Schuhe zuwinden. Zorbi, das war unglaublich. Du hast Team Terra besiegt. Leider sind sie trotzdem gekommen. Und könnten allen anscheinend noch ihr Missionsziel erfüllen. Wobei ich immer noch nicht verstehe, was sie eigentlich vorhaben. Was war das? Der gefürchtete Wächter des mobiler Trümmern. Oh nein, 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 nein. Wahnsinn, das ist ja die Jahriger. Von dem Aussehen her ja, von der Fähigkeit her nein. Wobei seine ausgewöhnliche Stärke und Farbe besitzt. Leider haben ihm die Schurken ganz schön zugesetzt, als sie die Hinterwand weggesprengt haben und meinen Schatz durchlangen, den sie nun entwendet haben. Selbst die Stärksten stecken solche Explosionen nicht einfach weg. Das ist der Mensch seiner Kräfte, wir müssen ihm helfen. Ja. Ich wusste doch, dass ich dich richtig zählen kann. Lass es uns runter nach Borna bringen, zur Abfangstation. Ach so, dafür ist die da. Ach so. Wir kommen in der Abfangstation, wir kommen unsere verletzte Pokémon und lassen den Herz überschlagen. Brauchst du es, wenn sie nach hier ankommen? Das war makaber. Aber ehrlich. Das Argo Diage befindet sich oben. Dort wird es wieder gesund. Vielleicht hoffen wir mal, dass es danach nicht das ganze Gebäude abreißt. Normalerweise verhalten sich diese Art von Pokémon. Das ist aggressiv gegenüber Menschen. Arthur ist zurück zum Bürgermeister zu gehen. Was du ihn suchst. Und danke für deine Hilfe. Ich hoffe, wir arbeiten nun dann häufiger zusammen. Oh, Halleluja, Sven ist mal auf meiner Seite. Tut mir leid, nur Pokémon. Nur Pokémon. Tut mir leid, nur Pokémon und ihre Pfleger. Oh, du bist doch diejenige, die diese schwarze Diage hingebracht hat. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich Pokémon einmal zu treffen. Was? Bitte, was? Hä? Ha? Ja, egal. Oh. Shinox! Und du bist ein kleines Lavita. Ah, wir bekommen die Pokepuppe. Woohoo. Was machst du hier? Du gehörst nicht zum Personal. Und dann habe ich ihm ja, hab ich der Aushilfe ausdrücklich gesagt, sie soll absolut keinen Hof lassen. Nicht mal den Präsidenten, wenn wir da einen hätten. So, was sagst du meinen kleinen Jager? Was ist süßer, ein Shiki-Baby oder zwei Shiki-Babys? Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Lass es bleiben. Genau. Hallo, Jager. Wie geht's?
Das ist der Schrei von. Arctos? Nee. Labrados. Arctos? Irgendein legendäres Vogel-Pokémon. Okay. Ja, wo muss ich jetzt lang eigentlich? Moment, ich will erst in den Markt gehen. Oh Gott, bin ich wenigstens geheilt worden? Das wollte ich eigentlich nicht. Warum sollte ich? Gut, ich muss mal das Eisen, das ich auf meinen Nabel für blitzen. So, ich will mal dich ein bisschen dopen. Boah, ey, dieser Kampf hat sich echt ein bisschen hingezogen. Weil dafür kann ich jede Menge Scheiße. Ja. Wissen wir. Wow, ich hab viel Geld. Ich hatte mal viel Geld. Wenn ich alles kaufen kann, bin ich arm. Superschutz. 5 Stück. Wow, Pokepuppen sind nur 300. So, noch Fluchtseile, weil die benötige ich sicher mal. Kriege ich mich mal heilen. Und dann zum Bürgermeister. Und dann. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ich habe echt keinen Plan mehr. Na gut, der Bürgermeister wird schon sagen, wo ich hin kann. Vielleicht kann ich jetzt den Tomara-Felsen zerschmettern. Oder die Battle ist hier zu Ende. Kann auch sein. Naja, mal schauen. Danke, deine Pokémon sind wieder fit und piss dich. Danke. Borne. Bürgermeisterhaus hier. So, wo ist der Bürgermeister? Hallo, du Anger. Zobby, schön, dass du gekommen bist. Wer weiß, was die Kerle sonst noch alles von mir gewollt hätten. Du fragst dich sicherlich, was die dort von mir wollten, oder? Joa. Lass mich dir erzählen. Der mobile Trümmer war einst ein ansehnlicher Tempel, erbaut von einer Zivilisation, die früher im Terraforce lebte. Zur Huldigung des Regents der Erde. Lange Zeit leben sie im Einklang mit der Natur, bis sie über die Existenz der vier Relikte der Elemente erfuhren. Jene von den Team Terra 2 ihre eigenen genannt. Epische Pause. Ja? Geht's noch weiter? Ja und nein. Erfahre ich das denn auch heute noch? Ja, die Geschichte geht weiter. Nein, ich weiß nicht wie. Da kann ich dir nicht mehr darüber sagen. Ich bin mir doch sicher, dass Team Terra eines Tages mit dir den Weg kreuzen wird. Wenn es geschieht, sei doch bitte so gut und bringe das Relikt wieder an dich und hierhin zurück. Mein Interesse gilt Rayquaza und nicht die Wiederbeschaffung von irgendwelchen Museumsstücken. Glaube mir einfach, deine Suche wird über die Relikte führen. Aber nun genug, ich bin mir sicher, das wird dir helfen. Ach, ein Pass. Ach, schön. Ich wünsche viel Glück auf einer weiteren Reise. Ich wünsche viel Glück. Ja, und wohin führt mich der Pass? Ich war doch schon überall, oder? Hä? Karte. Ich war hier, mobiler Trümmer, und hier war, keine Ahnung. Hier nach unten komme ich ja nicht. Muss ich zurück nach Picorna? Wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich lang? Moment, ich versuch's nochmal mit dem Zertrümmerer-Felsen. Kann sein, dass ich jetzt da durchkomme. Oder? Nein, auch nicht. Ja. Muss ich hier nach rechts nochmal? Ich denke mal, ich muss zurück nach. Schlag mich tot. Wie hieß es nochmal nach Picorna? Eventuell da. Da ist noch ein Item, das bekomme ich irgendwie nicht. Egal. Picorna. Wie komme ich nochmal Picorna? Ne? Also da unten. Mach doch die Augen auf, Junge. Aria, Naibo. Hallo. Bam bam. Schaut's euch nicht mehr. Ich wollte schon sagen, jetzt kommt irgendwie eine Katze. So, kann ich jetzt hier durch? Nee. Ja. What the fuck? Ja. Cool. Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Und ich denke, ich müsste beim Zertrümmererfelsen vorbei. Was heißt das eigentlich, dass Let's Play jetzt eigentlich beendet ist, oder wie? Oder was? Oder wie?
Oder was? Ich bin echt verwirrt. Ich habe echt keinen Plan, was ich noch glauben kann und was nicht. Weil es ist ein bisschen verwirrend. Das ist statt den 1000. Naja. Da ist Joy. Toi, toi, toi. Wir bleiben Joy, Troy. Superschutz. Muss ich lang? Ernsthaft, ich bin echt verwirrt. Zoro hat Verwirrung selbst in mein Gesicht. Glatze. Jogang wurde. Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Ich glaube, in der Schlucht gab es keinen Weg, oder? Oder? Ich schau mal schnell in der Schlucht nach. Geh weg. Schaut weg nicht mehr. Ja, das ist relativ bums. Hier unten gab es nichts. Nur. Mann, ey! Mit dieser Frau und steht nur einen im Weg. Wo muss ich lang? Wo muss ich denn nur lang? Ja. Also wenn jemand weiß, wo ich lang muss, dann bitte sagen, weil ich bin jetzt aufgeschmissen. Ich hab echt keinen Plan. Nicht den geringsten. Wo muss ich denn lang? Tralli, tralla. Aber was ich gerade ist auch so voll unhilfreich. Nee, komme ich nur wieder in die Trümmer rein. Schau doch die Karte an. Sie sagt mir das hier an. Sie sagt. Also, ich will mal sagen. Das Play ist an dieser Stelle hier vorbei, weil ich komme hier nirgendwo mehr weg. Hier komme ich nicht nach rechts. Das ist, ich komme hier nicht hier hin. Ich komme hier nicht nach da unten. Und ich komme von hier, denke ich mal, nicht nach hier oder nach hier. Das heißt, dass das Play ist an dieser Stelle. Ich würde mal sagen, beendet. Ja, das war Pokémon Terra, ja. Kurzes Feedback, ich habe noch 3 Minuten. Also, falls jemand weiß, wie ich weiterkomme, bitte sagen, dann kann ich das Play fortführen. Ansonsten warte ich auf die nächste, also auf die Beta 1.2 und bisher muss ich sagen, ja, Spiel, wie kann man das beschreiben? Es ist geiler Humor mit gepaart mit beschissenen Kämpfen. Tut mir leid, aber so viel Sandwirbel und so viele Pokémon. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sandwirbel so oft erlernt werden kann. Weiterer Pluspunkt sind die selbst entwickelten Pokémon. Die selbst erstellten Sprites von einigen Pokémon. Also von der 4. Generation, 5. Generation und von den eigenen Pokémon. Sehen auch ziemlich cool aus. Weil eben mit den Kämpfen ein bisschen noch arbeiten. Und ja, ich würde sagen, das war Pokémon Terra für heute und vielleicht für eine lange Zeit. Denn ich habe keinen Plan, ob ich, falls das Spiel vollendet rauskommt, ob ich das auch Let's Playen werde, weil ich habe bis jetzt eigentlich genug. Und ja, das war's von Pokémon Terra. Falls es weitergeht, dann sagt es mir in den Kommentaren. Ansonsten, ja, das war's von Pokémon Terra. Wir sehen uns bei einem anderen Projekt wieder. Oder so. Bis zum nächsten Mal. Oder bis zu einem neuen Let's Play. Wie auch immer. Cheerio!